Oh, Freunde, an diesem wunderschönen Sonntag habt ihr eingeschaltet. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr seht hier ziemlich viele Hosen und das heißt eigentlich Top 10. Ihr seht aber mehr als 10 Hosen. Das liegt daran, ich habe ja von den meisten Hosen hier auch ziemlich viele Farben gekauft. Wir haben heute unglaubliche Hosen dabei. Von Cargos für den Sommer bis Vintage Cargos bis Hosen, die ich so nicht erwartet hätte, bis zum... Und das ist, oh mein Gott, ihr erinnert euch an das Video, die beste Hose im Fashion Game. Es gab ein Remake von dieser Hose, die gibt es jetzt sogar auch in Beige. Ich habe sie diesmal in Größe bzw. Länge 29 geholt, dass sie nicht auf dem Schuh stecken, sondern kurz davor aufhören, um so einen gewissen Look zu erreichen. Wir haben heute Highlights, die wir schon so ein bisschen kennen. Wir haben heute neue Sachen dabei, von Sachen made in Germany bis... Jogginghosen, die für den Alltag zu Hause jetzt vor allem gerade wichtig dabei sind. Und jetzt hüpfen wir von Hose zu Hose zu Hose. Lasst mich in den Kommentaren wissen, welche euch am besten gefallen hat. Und vergesst nicht einen Daumen nach oben. Los geht's! Und wir haben heute einfach ein brutales Highlight gefunden, muss ich euch sagen, wie es ist. Diese Cargo wirkt auf den ersten Blick nicht so, wie sie wirklich ist. Ich will euch erstmal kurz eins der Highlights schlechthin zeigen. Und zwar, wir haben hier... ein Klettverschluss, wo wir die Cargo enger machen können oder komplett loslassen können, dass sie entsprechend auf den Schuh steckt. Die Aufmachung, der Schnitt, die Details mit den Taschen hier, mit den Außenknöpfen und alles, brutal hochwertig. Ich finde den Schnitt auch außerordentlich gut. Straight geschnitten, unten offen. Bei Lust und Laune mache ich es einfach entsprechend zu, wie ich da Bock drauf habe. Ey, das ist ein Merkmal, wo ich sagen muss, wirklich nice. Und ich hätte niemals damit gerechnet, für wirklich so einen Preis so eine Hose zu bekommen. Und da sieht man einfach mal wieder, wir haben die Erfahrung schon öfters gemacht, auf Amazon findet man einfach mit ein bisschen Glück einfach brutale Hosen. Wir haben bei dem Jeans-Video von 7 Marken auch eine von Dr. Denim angeschaut. Ich wollte mich so ein bisschen wieder langsam, so ganz vorsichtig an das Thema Ripped Jeans antasten. Und ich wollte nicht gleich einer, die brutal zerrissen ist, sondern ich habe hier eine Dash Jeans gefunden. Dash heißt im Prinzip eine, die so ausschaut, als wäre man auf die Knie gefallen und da durchgerutscht. Finde ich nice den Look, er ist gewissermaßen dezent. Jetzt gerade für den Frühling Richtung Sommer. Eine Jeans, die auch noch einen Straight Fit hat, locker sitzt und ich finde wirklich den Fit außerordentlich gut. Das muss man ja auch sagen, haben wir auch bei der anderen Jeans gesagt. Es sieht insgesamt sehr, sehr gut aus. Die Jeans stackt auch auf den Schuhen, so wie es heutzutage sehr gern gesehen wird. Wenn man das nicht haben möchte, kann man sie auch kostengünstig super kürzen lassen. Beziehungsweise man nimmt einfach eine andere Kürze und hat das Problem auch gelöst. Ich habe, glaube ich, hier L32, also Länge 32 nehme ich immer und bin damit eigentlich mehr als außerordentlich zufrieden. Sieht wirklich nice aus. Also wirklich Highlight heute, was Jeans angeht. Wir sind jetzt in der Cargo drin und das, was mich zum Kauf dieser Hose verleitet hat, ist, normalerweise Cargos in diesem Stil ist eher die Grundproblematik, dass sie dann unten immer so einen Bund haben, der eng zuläuft. Und ich bin halt gerade auf diesem Film, wo ich das eben nicht haben möchte und ich zeige sie euch erstmal kurz in 360 Grad, damit ihr sie einmal mal komplett gesehen habt. Ich bin zufrieden und wenn sie bei mir straight fittet, wisst ihr, wird sie bei euch straight locker fitten. Ihr seht schon, man sieht meine Waden nicht durch, das ist ein super Zeichen. Sie ist ein Ticken länger, das heißt, sie kommt genau auf den Schuh drauf, was wirklich sehr, sehr gut ausschaut. Ich finde so eine Alltag-Cargo, die man eigentlich jeden Tag anziehen kann, zu allem anziehen kann, die einfach wirklich für alles geeignet ist und dann noch für so einen Preis ist sie einfach mehr als perfekt. Heute einmalig, das haben wir vorher, glaube ich, auch noch nie so getestet gehabt, eine Vintage Cargo. Was ist an dieser Hose Vintage? Erstmal der Look natürlich, so ein bisschen das Verwaschene soll so ein bisschen das imitieren. Das ist aber nicht das, was ich als Vintage sehe, sondern der Cut, der Schnitt, die Art, wie die Hose gemacht ist, allem drum und dran. Alleine mit den Bändeln hier, 90er Vibes schlechthin. Finde ich nice. Was ist geil noch dazu? Wir haben die Bändel hier unten, das heißt, wir können es theoretisch noch mal ein bisschen enger machen, zumachen, sonst was, was weiß ich. Sie komplett so ein bisschen military-like stacken lassen, was wirklich sehr nice kommt. Ich würde sie sogar tatsächlich vielleicht ein bisschen aufrollen und einfach so auf den Schuh stacken lassen. Sieht auch meiner Meinung nach sehr nice aus. Also komplett der Fit. Wer wirklich eine weitere Cargo haben will, die so ein bisschen diesen Vintage-Look hat, mit ein paar geilen, klobigen Sneakern dazu und ihr habt ein Bomben-Outfit. Und ich muss sagen, sehr nice. Ich habe hier die Farbe, so ein bisschen dieses Graue ausgesucht. Gibt es ja in super vielen anderen Farben. Die Produktbilder sind Katastrophe, muss man sagen, wie es ist. Aber die Hose... traumhaft, wirklich. Eine Jogginghose darf natürlich in einem Top-Hosen-Video nicht fehlen. Ich habe hier eine von Trigema. Die ist wirklich an sich, fühlt die sich gut an. Der Schnitt, seht ihr, sieht sogar
verhältnismäßig super aus, was man eigentlich von solchen altgebackenen Marken nicht erwarten kann. Das Merkmal, was mich immer berührt, Made in Germany, es ist schön. Aber leider Gottes, die Qualität der Zipper, das ist nicht der Standard, den ich mir für Made in Germany wünsche. Das ist, oh, das ist wirklich, also das ist, wenn man das in Kauf nehmen kann, ja, man bekommt super Hose dafür, fühlt sich aber der Stoff super gut an, die Verarbeitung, Qualität etc. sehr gut, bis natürlich auf die Zipper. Auf der linken Seite geht es ein bisschen besser, auf der rechten Seite ist es ein bisschen mehr Katastrophe. Also das einzige Merkmal, was ihr beachten solltet, ist, wenn ihr euch so eine Jogginghose von Trigema holt, wo der Fit echt außerordentlich gut ist, muss ich sagen. Bedenkt bitte, dass die Zipper jetzt nicht großartig gut sind, ansonsten gefällt sie mir wirklich gut, muss ich ehrlich sagen. Okay, man kann natürlich nur nicht die krassesten Hosen finden, jetzt haben wir halt auch mal Pech gehabt. Es ist eine Tapered Chino, die ich auf den Bildern eigentlich sehr gut fand, aber jetzt auf dem Fit so mir jetzt nicht ganz zusagt. Das liegt aber, muss ich jetzt nochmal betonen, Leute, das liegt halt tatsächlich an meiner Statur, ihr seht's. Das ist halt schade drum, die Statur macht mir leider sehr viel Hosen kaputt. Finde ich eine sehr gute Alltagshose, würde ich sogar mehr als Office-Bürohose bezeichnen. Die ist super bequem, an sich auch super locker, bis halt auf die Waden bei mir. Wenn ihr eine normale Statur habt, habt ihr eine geile Arbeitschino gefunden für Banker, Kaufmänner etc. Also kaufmännische Berufe im Allgemeinen. Super Hose, aber ansonsten so als Style-Objekt oder Objekt zum Superstylen ist sie leider nichts. Und vom Fit her seht ihr. Was darf nicht fehlen, wenn wir den ganzen Tag eh nur zu Hause chillen? Richtig, eine sehr bequeme Jogginghose, die einfach für alles geeignet ist. Das ist so eine Jogginghose und ich sage euch ehrlich, wenn ich nach Hause komme, alles ausziehen, Jogginghose, T-Shirt rein, so ein Basic-Tee wie hier und ich chill mein Leben. Und das ist so eine Hose, die ist aus Bio-Baumwolle und ich muss sagen, die fühlt sich echt verdammt gut an. Schnitt, locker, lässig, Taschen, tief genug, muss ich sagen, dass auch kein Handy jetzt direkt rausfällt etc. Wir haben ja auch nochmal Kordeln dran. Unten ist sie eng zulaufend, was viele mögen, viele nicht mögen. Finde ich aber für eine Jogginghose ist es mehr als in Ordnung. Und danke, sie ist nicht super eng, Leggings eng um die Waden, sondern tatsächlich ein bisschen entspannt und sie wölbt sich auch ziemlich gut. Wirklich gelungene, günstige Bio-Jogginghose. Was will man mehr? Gerade fürs Daheimchillen und wir werden vermutlich noch ein bisschen länger daheim chillen. Kennt ihr das Amazon-Hosen-Video von mir, was übelst durch die Decke gegangen ist, weil es einfach die krasseste Anzughose schlechthin war? Diese Hose hat eine Version 2 bekommen und ich verspreche euch, ich will nicht ganz aufs Thema eingehen, ich will gerne dazu ein einzelnes Video machen. Es gibt jetzt eine neue Farbe, das ist dieses Egg White Beige, was ich hier direkt angezogen habe. Ich werde euch parallel hier ein paar andere Farben einblenden, die ich auch direkt nachgekauft habe. Was ich diesmal gemacht habe, ist, ich habe nicht L32 genommen, sondern habe L29 genommen, dass sie nicht ganz auf den Schuh steckt, sondern kurz davor aufhört. Und schaut euch mal bitte diesen Fit an, diesen Look. Ich will nicht so viel verraten, ihr habt jetzt ein bisschen die Farben gesehen etc. Wir werden nochmal in einem einzelnen Video auf diese wirklich heftigste Hose ever, die wir je entdeckt haben, nochmal eingehen. Ey, ist das auch eine Anzughose? Nein, 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 nein. Moment, Moment, Moment. Das ist die Golf Pants von Amazon, die wir mal entdeckt haben. Und das ist neben der Anzughose die meistgefragteste Hose, egal wo ich sie poste, egal wer mich damit sieht. Jeder fragt mich, wo ich diese Hose her habe. Die ist aus einem leichten Stretch-Material, die hat vom Stoffgefühl her ganz anders als die Anzughose, hat aber dafür auch eine Buntfalte und sie fittet und stackt zum Beispiel ein bisschen mehr auf den Schuhen, weil sie auch eine bisschen andere Größe hat. Das ist einer der heftigsten, gleichzeitig bequemsten, stylischsten und schönsten und günstigsten Hosen, die ich je hatte. Wir haben sie ja schon öfters in Videos behandelt. Viele andere YouTuber haben auch mittlerweile zu der Hose ein Video gemacht und durchgehend krankes Feedback. Ihr müsst nur ein bisschen Glück haben, ob sie in eurer Größe verfügbar ist oder nicht, weil die ist, sobald sie kommt, instant ausverkauft. Darf ich euch vorstellen, die beste, günstigste, stylischste Chino, die ihr je gehabt habt und von Qualität jetzt mittlerweile über ein Jahr besitze ich die, glaube ich, knapp ein Jahr rum. Und ich muss sagen, ich habe sie extra in diesem Silber angezogen. Die gibt es ja nochmal in Beige, Schwarz und was weiß ich wie vielen Farben. Und das ist die beste Stoffhose, die ihr besitzen könnt. Sie hat ein super schönes Straight Design. Das Schnittmuster, ihr seht die Beine, schön offen und locker. Ihr könnt sie euch ein bisschen länger, ein bisschen kürzer bestellen, wie ihr wollt. Ich sage euch nur, mit dieser Hose, die braucht ihr im Kleiderschrank und viele von euch haben sie auch. Ihr dürft gerne zu den letzten drei Hosen auch ein bisschen Feedback da lassen, weil es gibt wirklich wenig Hosen, die an das rankommen, was diese Stoffhose ist und kein H&M, kein Zara, kein was weiß ich wer, was man hier für eine Preis-Leistung bekommt. Und
bezahlbar, muss man einfach sagen, wie es ist, Freunde. Übrigens, aus meiner Rap-Karriere ist leider nichts geworden. Irgendwie wollte mich niemand sein, anscheinend bin ich nicht gut. Freunde, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr könnt euch nämlich hier drüben, glaube ich, das Video anschauen, was wir uns als letztes für Hosen angeschaut haben. Ihr wisst, wir haben das Fashion Game, was Hosen angeht, einfach auseinandergenommen. Wir haben so in jedem Store die besten Hosen rausgepickt. Ich hoffe, heute war was für euch dabei und wir sehen uns beim nächsten Video. Bleibt gesund.